Iuiuiuiui, noch ein N64-Game, juhu! Und wir, ja, wie der Titel bereits sagt, ein Let's Race von Legend of Zelda. Deswegen beeile ich mich hier auch ein bisschen. Wo ist das fucking O? Ich find's nicht. Ja. Boah. So, okay, gut. Das hätten wir. Und anfangen, gut. Und jetzt kann ich alles erklären. Das ist doch schön. So, wie ihr seht, alle Grafiken, oder die Grafiken, die ihr bisher alle gesehen habt, sind geändert, oder es sind auch alle Grafiken geändert. Und das ist darum, weil es ein Texturenpack, weil ich einen Texturenpack installiert habe, genau. Und das heißt, alle Grafiken sind geändert. Mehr nicht, nur die Grafiken. Und es sieht alles aus wie aus Twilight Princess, oder ist nach dem Stil von Twilight Princess gemacht. Und ja. Yeah. Genau, das kann ich dazu sagen. Und zum Let's Race. Ich spiele gegen Sanno und gegen Raven. Und das Tollste ist dabei, die beiden haben einen Texturenpack, aber ein anderes. Und zwar Raven. Der hat ein High Quality Pack. Das ist sehr realistisch und im Ocarina of Time Style, aber halt geile Grafik. High-End auf N64. Ja. Nase! Entschuldigung, das muss ich sagen. und jetzt... Genau, Sanno. Sanno hat ein Wind Waker-Stil Texturen-Pack. Und zwar ist alles so im Comic-Style und so. Ziemlich krass. Oh, ich muss wegdrücken. Oh Gott. Keine Zeit verschwinden. Oh, ein Schnurrbart! Ich sollte nicht so leise reden. Das hört nachher keiner. Im Let's Play. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt so gut wie alles gesagt. Die Regeln sind, ja, alles zeigen, kein Vorspulen, kein Cheaten und keine großen Tricks, wo man zum Beispiel, oh, ich lass mal eben den Wasserpalast aus, oder oh, ich beam mich mal zu Ganondorf. Nein, vielleicht kleinere Tricks, oh, zum Beispiel, oh, da kriege ich ein Herz dafür, oder hier mache ich mal eine kleine Abkürzung, ah, sowas geht halt. Und es geht halt nur, wer in weniger Parts das LP durchhat. Und ich sag erstmal, guck bei ihnen rein, auf jeden Fall. Und dann seht ihr ja, wer schneller ist. So, jetzt die Fee noch. Langweilige Cutscene. Ja. Naja. Aber hier könnt ihr die schöne Grafik von den Twilight sehen. Ja, sieht doch wundervoll aus. Wunderschön. Uah, wunderschön. Hello, ja. Das wird sie so oft sagen, die Navi. Hello, hey. Ja, gleich müssen wir auch anfangen zu spielen. Nachdem sie gegen diesen Zaun geflogen ist. So. Okay. Ja, schnell rein. Ich mag nicht, dass man die Anfangssequenz nicht wegdrücken kann. Und dass sie so lange ist. Und das Link mit offenen Augen schläft, das mag ich alles nicht. Nein, das ist nicht mein Stil. Hello. Oh, scheiße, das sieht so kacke aus mit der Null. Das wusste ich nicht. Ich heiße jetzt Bro. Bro Zero Edge. Ich bin das Bro Zero Edge in the house. Blöd. Nächstes Mal suche ich mir lieber ein O. Ja, ein O anstatt einer Null. Okay, und da können wir jetzt anfangen zu spielen. Link ist endlich aufgewacht, um die Welt zu retten. Und wir... Nein, Navi labert doch ein bisschen. Yeah. Bla 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 bla. Und jetzt können wir nicht... Navi, labert nicht so ein Scheiß. Ich meine, wir haben schon gleich 5 Minuten rum. Und jetzt können wir endlich anfangen. Und wir beeilen uns natürlich. Saria, laber nicht mit mir, bitte. So, und jetzt wollen wir schnell hier runter. Hey! Oh. So, ein bisschen Geld schon mal für mich. Bitte fall nicht runter. So, und gleich wieder zurück. Schön. Kein Geld gekriegt, danke. Genau, jetzt hier hoch. Über die Zäune springen, weil das gibt auch Geld. Das wusste ich lange nicht, aber... Ich weiß es jetzt.
Und wenn wir dann nochmal springen, nochmal einen blauen Rubin. Ah, jetzt willst du hier rein, genau. So haben wir schon mal 11 Rubine. Das ist doch toll. Und insgesamt, um das Schild zu kaufen, brauchen wir 40 Rubine. Ja, das habe ich mir alles schon gemerkt. Und zwar nur aus einem Grund. Und zwar, ich muss das jetzt alles zum zweiten Mal aufnehmen. Yay. Ich habe gedacht, als erstes sage ich es nicht. Aber ich muss es. Weil die Qualität war für den Arsch. Ja. Und deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich auch bis zum ersten Tempel ganz gut sein. Mit der Zeit und so. Aber jetzt, was wird da drin sein? Link, fall rein und mach die Kiste zu. Ich habe ein Schwert. Das ist es nicht wert. Okay. Jetzt schnell weiter. Komm. Link. So. Und hier rein. Ja, ich habe also alles schon mal gespielt bis zu... bis nach dem ersten Boss, genau. Soweit habe ich gespielt und... ja, ich tue jetzt mein Bestes. Ich kann jetzt hier ein bisschen Zeit gut machen, denke ich mal. Nicht, dass ich habe das nicht extra gemacht oder so, aber... es war halt so. Und ich bin sowieso so schlecht, also... na, hier gab es jetzt kein Geld. Naja, dann gab es halt kein Geld. So. Und damit ich das ein bisschen original halte, ich weiß, in welchen Truhen viel Geld ist, ich öffne aber trotzdem alle. Ja, ich mach's halt. Hier ist nämlich noch ein blauer Rubin. Und hier ist ein... und hier ist ein grüner Rubin. Hahaha. Dann ist halt hier der grüne Rubin. Yeah! So. Das nächste Geld ist hier hinter. Und dann haben wir gleich schon genug Geld. Ein Rubin fehlt uns nur. Nach diesen 5. Ich glaube, es würde einfach reichen, hier durch Gras ein bisschen zu gehen. Genau. Oh, 2 Rubine gleich. Nicht so großzügig. Und jetzt gibt's sowieso nochmal 5. Ja, ich war mir aber nicht ganz so sicher. Deswegen. Yo, brr, Zero Edge. Das ist ein Kackname. Aber egal. Wen interessiert schon der Name? Ah ja, willkommen, dir auch. Kaufen. Yeah, ich habe ein Schild. Ja, ja. Ja, komm. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Nichts kaufen. Genau. So, und jetzt zeige ich euch erstmal die schönen Bugs im Startmenü. Und zwar, hier, toller Hintergrund. Und, da, der Link, da soll eigentlich Link stehen, aber man sieht ein klein wenig verbuggt und aus Sicherheit speichere ich einfach. Ja, ich speichere einfach. Geil. Upp. Und jetzt können wir dich überzeugen. Das finde ich sehr gut. Bla bla, du kannst hier nicht durch. Du musst ein Schwert und ein Schild haben. Oh mein Gott, was hast du da? Ist das etwa ein Deko-Schild? Und ist das das legendäre Kokiri-Schwert, das noch niemand gefunden hat? Ja, wenn du das alles hast, dann muss ich dich wohl durchlassen, sonst kriege ich Anschiss. Und genau das lässt du mich am besten mal durch und wir gehen weiter. Hier kommen gleich ein paar Pflanzen. Tot. Was war das gerade? Egal. Ich habe einen Stock. Ja, endlich ein Stock. Ich habe so lange nachgesucht, doch jetzt habe ich ihn. Und noch einer. Und noch einer. Und jetzt labert der Dekobaum mit seinem Schnurrbart zu mir. Oder er gesagt, mit seinen 2 Schnurrbärten. Ein über der Nase, ein unter der Nase. Oh ja, ja. Wie gerne würde ich diese Szene hier skippen oder so. Nein, ich muss mir zum zweiten Mal angucken. Ja, toll. Das macht so einen Spaß. Traurig, traurig. Mein Freund, der Baum. Nein. Nein. Bro Zero Edge. Ja, ich werde dir helfen. Natürlich. Ich muss es ja. Ich will so einen scheiß Kristall haben, den ich gut verkaufen kann. Na, wie die Fee. Du sollst ihm helfen. Nein. So, und rückwärts läuft man schneller. Deswegen gehe ich rückwärts. Wenn Link gehen will.
So müsste passen. Perfekt. Geht doch. So, da wären wir jetzt im Twilight-Stil-Deko-Baum. Geil. Aber gib doch recht, das sieht alles viel geiler aus. Jetzt töten wir dich erstmal. Ah, ich habe gesagt, wir töten dich. Ach, Dreck. So ist nicht laufen. Ich hab ne Nuss. So, ich weiß aber, dass hier ein bisschen Herzen sind. Nehme ich mir. Genau. Ja. Listen. Oh, das kotzt mich an. Ja, so, gut. Und hoch. Hoch, hoch, hoch. Ja, du bist hoch. Du kletterst, Link. Du kletterst, Link. So, klettern wir rüber. Und eine Truhe. Da ist aber nur eine Karte drin.